den B-Ring wieder schließen. Jetzt sieht es schon so aus. Dann nehmen wir uns unsere Herzchen. Hallo meine kleinen Zombies, willkommen zu Studio Vlog Nummer 21. Ja, es ist schon Mittwoch und es wird alles ziemlich spät. Ich habe jetzt Cortison-Tabletten bekommen, weil es ist doch kein Virus, sondern eine Allergie. Welche ich habe, weiß ich nicht. Der gute Arzt hat nämlich keinen Allergietest gemacht. Oh. Werde ich einfach mal zugespammt mit Cortison. Ist auch gar nicht merkwürdig, hier rumzulaufen. Mit mir selbst zu reden. So. Ich gehe jetzt mal ins Dörfli. Eine Bestellung wegbringen. Danke dafür. Für die ganzen Bestellungen. Ja, das sah sehr toll aus. Und dann wollte ich mal zum Action. Nach dem ganzen Leid gönne ich mir jetzt mal Action. Das habe ich mir verdient. Oh, ist ganz schön warm. Wer hätte das gedacht? Genau, und dann dachte ich, ich nehme euch mal mit, damit ich überhaupt was gefilmt kriege hier. Ihr habt gerade gesehen. Boah, ich will was posten. Ja, wenn man länger nicht so draußen war, ist das schon anstrengend. Was wollte ich sagen? Genau. Ich habe gerade noch ein paar Videos von Einfach Sam geschaut. Schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Der ist ganz frisch bei YouTube. Ne? Könnt ihr ja mal gucken. Das war jetzt überhaupt nicht peinlich. Ich laber so mit mir selbst. Sitzt da einer und guckt. Ich so, wow, peinlich hier, schöne Kirche. Oh Mann, ich sehe aber schon wieder besser aus. Das war schon schlimmer. Ich fühlte mich zwischendurch wie Quasimodo.
so. Ich bin jetzt fertig beim Action. Leider konnte ich da nicht so viel filmen, weil mir ständig irgendjemand am Hintern klebte. Ich habe jetzt auch nicht so viel gekauft. Irgendwie gab es da nicht so viel Neues. Aber naja, das zeige ich euch dann gleich. Genau, dann bis gleich wieder bei mir zu Hause. So, ihr Süßen, ich war gerade duschen. Ach, so herrlich. Gut, unnütze Information an dieser Stelle. Ich wollte euch aber zeigen, was ich beim Action mitgenommen habe. Und zwar diese Stempel, die ich wahrscheinlich nicht benutzen werde, weil ich irgendwie so gut wie nie stempel. Aber irgendwie haben die mir gefallen und ich dachte, vielleicht stempel ich irgendwann eines Tages mal. Und die fand ich so süß, aber die habe ich der lieben Jenny mitgebracht. Sie ist auch übrigens via Skype dabei, wenn ihr Geräusche im Hintergrund hört. Das ist nämlich das Erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme. Die Jenny anskypen. Ja. Wenn man so einsam ist tagsüber. Allein, allein. Allein, allein. Ja, aber so kann man gemütlich zusammen Käffchen trinken. Ne? Ist doch eine schöne Sache. Ja. Und dann habe ich diese hier erspäht. Ich glaube für 3,99 €. Und ich habe dann noch so ein Ding beim Aufräumen gefunden. Wie nennt man das? So eine Styropor-Rosette. Und ich dachte mir, ich kann die ja bestimmt mal in ein Bild verarbeiten auf einer Leinwand. Und dann kann ich da schön anmalen mit diesen Dingern. Und die hat natürlich noch viel mehr Farben. Und ich bin mal gespannt, wie die sind. Dieses werde ich definitiv mit Weiß mischen, weil das ist mir zu pink. Also eigentlich brauche ich nur die. Die finde ich sehr gut. Das ist mir ein bisschen zu heftig. Das war es im Grunde genommen schon, was ich gekauft habe. Wie gesagt, es gab irgendwie nichts Neues. Ich habe letztes Mal schon so viel geholt. Genau. Dann werde ich mir einmal die Nase putzen und dann wollte ich euch noch etwas fragen. Und zwar geht es um mein Ausmalheft. Und jetzt wollte ich euch mal fragen. Ich habe jetzt hier irgendwo ein Neues angefangen. Wo ist es? Ach so, ja, ich habe das da oben noch liegen. Ja, zeige ich euch dann irgendwann. Und zwar geht es darum, ich möchte das ja so schön günstig anbieten. Das Ding ist, wenn ich jetzt 20 Seiten mache, das ist so viel Arbeit. Und ich wollte das eigentlich für 5 Euro anbieten, das Ding. Also, könnt ihr jetzt in den Kommentaren bitte mal schreiben. Soll ich nur 10 Seiten machen, dann kann ich das für 5 Euro anbieten. Aber wenn ich 20 Seiten mache, müsste ich da schon mehr für verlangen, weil klar, mehr Papier, mehr Material, dies und das, mehr Zeit. Ich meine, die sind ja auch sehr aufwendig, die Bilder. Und ich weiß nicht, ja, wie ihr da Bock drauf habt und ob euch das reicht, nur 10 Seiten zu haben. Ja, deswegen wollte ich euch mal fragen, was ihr davon haltet, lieber 20 Seiten und ein bisschen mehr bezahlen oder lieber nur 10 Seiten und dafür ein bisschen weniger bezahlen. Ihr entscheidet, meine Süßen, ihr entscheidet. So, das ist übrigens die nächste Seite. Das ist mit Donuts und die ist noch nicht fertig. Genau, und dann dachte ich mir, damit ich ein bisschen Filmmaterial überhaupt hier zusammenkriege für den Vlog, weil ich ja jetzt erst am Mittwoch anfange. Mäh. Oh, mäh. Ja, kleine Maus. Genau, dass ich ein bisschen filme, wie ich hier so rummale. Ich glaube, das ist jetzt die 8. Seite. Und genau, dann machen wir das doch zusammen. Schaut euch das an. Da ist die Kühldecke, die das Kätzchen kühlt. Und sie liegt direkt daneben. Was sagst du dazu? Du kleine Maus. Hm? Oh,
Baby. Uschi, Uschi, Uschi. Ja. Nee, die kleinen Pfötchen. Ja. Also Jenny und ich geilen uns hier gerade den Poppes ab, weil ich habe jetzt gerade mal geschaut, was ich so gefilmt habe, wo ich unterwegs war. Ich bin so am Schnaufen. Wir mussten so lachen. Und es regnet wie aus Kübeln. Da habe ich Glück gehabt. Also das eine Donutbild ist jetzt fertig. Ich wollte ein neues anfangen. Ich brauche nur eine Idee. Aber oh Gott, das war gerade so lustig. Oh mein Gott. Weil ich so am es tut mir leid, es tut mir so leid, ich bin so übelst am Schnaufen da. So, oh mein Gott. Naja. Okay, ich glaube, der Spaß ist vorbei. Wir haben uns wieder beruhigt. Das hier ist mal so laut, ne? Gott. Gut, dann lasse ich mir mal was einfallen hier. Ich werde mein Gehirn mal fragen, was ich hier so drauf malen kann. Okay, ja. Spaß beiseite. Ich zeige euch jetzt. Oh, oh nein! Geht es dir gut? Hast du dich verletzt? Nee, alles gut. Alles gut. Okay, das ist doch fantastisch. Gut, dann male ich mal irgendwas hier hin, ne? Es regnet und ihr seht nur mein Fliegengitter. Jenny quatscht dazwischen. Was? Was sagst du? Ah, toll, toll. Sie vergleicht mich mit Darth Vader und sagt sogar, dass Darth Vader ist ein Witz gegen mich. Danke. Ih, es regnet rein. Ich muss das Fenster zumachen. Wie gut, dass ich schon draußen war. Nee, nee, nee. Ja, die haben dieses Dach hier, dann ist das immer so laut. Ach, ich mag so ein Wetter, aber nur wenn ich drin bin. Und das bin ich. Oh Mann. Jenny, ich filme. Du kannst solche Kraftausdrücke nicht benutzen. Entschuldigung. Jenny, was soll ich malen? Fürs Ausmalbuch. Du wolltest noch das Macaronglas malen. Ein Macaronglas. Ja, das ist eine gute Idee. Macarons, die sind... Habe ich noch nie gemalt. Habe ich schon mal Macarons gemalt? Ich versuche mal. Macaronglas, Idee von Jennys Kreativart. Das sind unsere Filme. Ein Teil davon. Wir wissen trotzdem nicht, was wir gucken sollen.
ihr Süßen. Es ist schon Donnerstag, morgen ist Vlog-Hochladetag. Und ich habe noch ein bisschen was zu tun. Und zwar liegen die hier auch schon seit einer Ewigkeit rum. Das sind ja die Goodie-Sticker für euch. Die muss ich schneiden, weil ich habe nur noch einen. Und ich brauche ein paar neue Visitenkarten. Genau, und tüdel hier mal ein bisschen rum noch. Und lasst euch dran teilhaben. Also, meine Goodies gehen aus. Ich habe ja immer noch in diesen Dankeschön-Tütchen immer noch so einen runden Sticker drin. Ich habe, glaube ich, noch einen oder so. Und dann dachte ich mir, hier, das sind zum Beispiel, die kann ich rund ausschneiden. Und dann habe ich hier noch andere, die rechteckig sind. Und dann werde ich da Magnete, so kleine Magnete jetzt mitmachen. Und genau, die euch als Goodies dann einpacken in eure Bestellungen. Ich habe jetzt mal ausprobiert bei den Runden. Man sieht das wirklich sehr schlecht. Hier habe ich so eine ganz dünne Linie drum gemacht. Und ich kann aber dafür eine Stanze benutzen. Und das heißt, die sind dann super sauber ausgeschnitten. Was habe ich denn hier am Finger? Genau. Und dann wäre, das wäre jetzt zum Beispiel ein Magnet. Und die Motive wiederholen sich, ja. Aber die werden dann rechteckig sein und die rund. Und dann kann ich je nachdem, ich gucke halt immer, was bestellt wird. Wenn natürlich mehr Spooky-Zeug bestellt wird, versuche ich auch ein spooky Goodie da rein zu tun, ne? Genau, ja, dann habe ich einiges zu tun. Die werde ich auch per Hand ausschneiden, genau, und die werde ich dann schön mit der Stanze bearbeiten. Da habe ich dann einiges zu tun und ich habe da wieder viele schöne neue Goodies für euch. Aber wollen wir den Magneten doch mal testen? Oh nein! Nein! Es ist alles runtergefallen. Ich habe das Fenster aufgemacht und es ist so windig. Das heißt, ich mache das Fenster jetzt wieder zu. Puh, ja, Fenster ist wieder zu. Hier ist eine Magnetwand. Da ist übrigens auch noch Farbe drauf. Und da hängt das gute Stück. Aber es ist wirklich nur so ein Deko. Magnet, da kann man jetzt nicht ohne Ende Papier hinterhängen. Aber so für den Kühlschrank, als Goodie, ist das, denke ich mal, doch ganz niedlich.
Es kam die Tage noch ein paar Bestellungen von mir an. Ich hatte bei AliExpress bestellt. Ich habe jetzt leider nicht aufgeschrieben, aus welchem Shop das war. Steht leider auch nicht auf der Tüte. Es ist auch nicht alles für mich. Teilweise werde ich die Sachen dann auch weiter verschenken. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, das sind solche Nachfüller für meinen mechanischen Bleistift. Und die Verpackung fand ich so süß. Ich glaube, da müsste irgendwo noch einer sein. Aber der wird dann vielleicht auftauchen. Oder es waren doch nur drei, keine Ahnung. Genau, einmal die. Und dann habe ich mir einmal dieses Parfüm-Bottle-Washi-Tape bestellt. Jetzt hätte ich nicht schon genug. Dann einmal diese Sticker. Die sind auch schön transparent. Kann man eingießen oder so. Dann diese. Dann mit Herzchen. Hier ist so ein fieser Knick drin. Dann natürlich Stickerflakes, die dürfen nicht fehlen, mit Strawberry. Da sind die Motive drin. Und dann, das fand ich so niedlich, das war auch ziemlich teuer. Ich glaube, das hat über 6 Euro gekostet. Das sind so, Grußkarten, also Postkarten. Und die fand ich doch sehr süß und da sind einige drin. Genau. Schön in pastellig. Softcat nennt sich das, aber naja, wir wissen doch alle, dass das Pushing sein soll. Genau, auf jeden Fall sind diese Motive da alle drin. Stück. Hä, was ist das denn? Sind da noch Sticker bei oder was? Naja, keine Ahnung. So, was haben wir denn noch in der Tüte? Noch mehr Washi-Tape. Und zwar einmal mit so Speisen und Getränke drauf. Ja. Dann einmal. Ich glaube, das ist dann auch mit Speisen und Getränken in rosa, so Erdbeermäßig. Kann man wunderbar erkennen. Und den fand ich schon die ganze Zeit so schön. Jetzt hatte ich mir den da mal bestellt. Krächz. Dann diese dicken Schüttelsticker. Da ist wirklich viel los auf den Dingern. Fand ich auch ziemlich schön. Dann einmal so transparente, niedliche Einhornsticker. Ah, hier ist der andere. Ich wusste doch, es sind 4 Stück. Ha! Dann habe ich diesen Fineliner mit der Rose. Noi, noi, noi. Das hat so ein Fineliner. Wenn man dann schreibt, dann wackelt das lustig hin und her. Dann einmal so Sticky Memo. Also es sind einzelne Blätter. Das sind keine Sticky Notes. Und dann noch einmal diese Puffy Kakteen Sticker. Die fand ich auch mega süß. Genau. Das kam die Tage so an und dann dachte ich mir, ich zeige euch das noch mal eben. So ihr Süßen, das war's von diesem Vlog. Ich weiß, der war ein bisschen merkwürdig, aber naja, eigentlich alles wie gehabt, ne? Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß beim Zugucken. Katze, tanzt für mich. Jawohl.
Und dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.